Den angeblich besten Burger Deutschlands, den soll es hier geben bei Urban Ranch in Frankfurt, einem ganz kleinen Burgerladen im Food Court des Skyline Plazas, der für seine Smashburger bekannt ist. Ich habe mir den Urban Barbecue Burger für 12,90 Euro bestellt. Das ist ein gesmashtes Beef Patty, Käse, Tomate, Rucola, frische Zwiebeln, karamellisierte Zwiebeln, Beef Bacon, Jalapenos und die hauseigene Barbecue Soße oben und Yuppie Soße unten in einem schön glänzenden Brioche Bun. Dazu hatte ich noch die normalen French Fries für 4,50 € mit hauseigener Ranch-Soße. Der Burger wird seinem Hype hier definitiv gerecht. Das Bun ist sehr fluffig, das Patty perfekt gesmashed. Es hat so eine schön krosse Kruste. Man schmeckt die Würze, den Pfeffer gut raus. Auch der Rest der Zutaten macht das zu einer leckeren, kompakten Einheit. Die karamellisierten Zwiebeln geben so eine leichte Süße. Dann wiederum Bacon und Barbecue-Soße geben eine schön rauchige Würze dazu. Die frischen Zwiebeln und die Jalapenos geben noch so einen gewissen Kick. Die Tomate die gewisse Frische. Insgesamt also ein sehr gut abgestimmter Burger. Ich vergebe 9,5 von 10. Jedoch eingetunkt in diese unfassbar leckere Ranch-Soße dann sogar eine 10 von 10, weil die ist wirklich der Hammer. Macht die Pommes auch nochmal um einiges besser, denn alleine für sie würde ich nur eine 7,5 von 10 geben. Da hatte ich schon bessere.